Freunde, willkommen in der Zukunft. Heute testen wir vielleicht meinen neuen Firmenwagen. PDX or nothing. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Vlog. Willkommen in Leipzig. Es ist ein wunderschöner Herbsttag und wir sind hier im Industriegebiet von Leipzig. Und ihr wisst ja, ich bin ein riesen Technik-Fan. Ich bin da fanatisch, was irgendwie Technik angeht. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch immer die krassesten Autos mal testen. Heute haben wir die Möglichkeit, und zwar sind wir bei einem Pionier der E-Autos. Wir sind am Start bei Tesla und dürfen heute alle Modelle testen. Einfach absolut irre, das ist ein Auto, ne? Das ist ein Auto und kein Musical. Alter, das ist ja mega gut. Du musst dir echt überlegen, das ist einfach ein Auto. Warum? Mega. So, Freunde, wir haben jetzt gerade eine kleine Einweisung bekommen und zwar ein paar Sachen angeguckt. Das Model 3, das Model X, Alter, was sie hier eingebaut haben. Man muss eben überlegen, es ist einfach immer noch ein Auto, ja? Aber das Geilste ist, ich habe hier in meiner Hand den Autoschlüssel für das Model S. Guck mal, wie geil das aussieht. Es ist einfach in Tesla-Form. Es ist das Model S Performance und es hat über PS, einfach absolut krank. Und jetzt werden wir mal ein bisschen mit der Schüssel rumheizen, ne? Auf geht's. Vincent, guck mal hier. Okay, Bro. Los geht's. Also ich fahre jetzt zum ersten Mal hier in einem Tesla und es ist einfach gleich das Ding, was hier wirklich die heftigste Ausstattung hat. Es ist alles super easy. Hier. Man kann mit Touch, es funktioniert. Wenn du überlegst, jedes andere Auto ist einfach immer so in der Technik, einfach immer 10 Jahre hinterher oder 5 Jahre hinterher. Das Navi dauert voll lange und es geht voll langsam und so. Und hier ist einfach absolut sick. Was haben wir hier noch Schönes an Spielereien? Ich habe gehört, man kann hier sogar Netflix schauen. So, da gehen wir. Ach, Unterhaltung ist aus. Unterhaltung ist leider während des Fahrens aus. Moment. Ey, bist bereit? Junge, Junge. Boah, ey, das kannst du doch keinem erzählen, ey. Bro. Alter! Bro! Bro, was ist los, ey? Ja, fahr mal rüber, Junge! Auf der Autobahn dürfen wir auch mal den Autopiloten testen. Ich kann euch sagen, das ist schon spannend. Den werde ich jetzt anschalten und dann macht dieses Auto alles von allein. Doppelklick, jetzt ist es an. Ich habe die Handy ja so ganz leicht dran, ne? Bin gespannt, was in den Kurven passiert, Leute. So, jetzt erscheint vor uns ein Auto. Ich bin gespannt, was passiert, ob das Auto abbremst. Er bremst automatisch ab? Okay, nice. So, jetzt werde ich mal den Spurwechsel testen. Okay, macht er auch. Okay, er bremst noch ab vor LKWs. Geil, sehr gut. Jetzt geht es ja automatisch weiter, fährt automatisch rüber. Alter, wie gut ist das bitte? Ey, ich will nie wieder ein anderes Auto fahren. Boah, Alter, ey. Und Vincent, wie war's? Geil, aber meine Hände sind auf jeden Fall. Ja, zeig mal, halt mal still. Ziemlich wet und hart am Zittern, ey. Ey, Freunde, die Beschleunigung ist einfach unfassbar. Ey, ihr habt es ja gerade gesehen, das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ich konnte es vorher auch nicht. Wirklich unglaublich krass. Wir sind jetzt hier gerade mal Richtung A9 rausgefahren. Hier gibt es so einen geilen Supercharger. Und werden mal kurz eine kleine Runde laden und dann noch mal ein bisschen pesen. Sagt man das so in der Rennfahrersprache? Bisschen heizen, ja, mach mal. Auf jeden Fall, jetzt geht's los. So, Freunde, ihr seht, dieses Auto macht unglaublich viel Spaß und wenn ihr wollt, dass wir vielleicht nochmal so ein Video machen, ich habe richtig Gefallen dran gefunden. Vielleicht werden wir jetzt hier große Tesla-Influencer. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ansonsten checkt den Kanal aus, drückt die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.